Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 15, Viertel vor 11. Knoppersteil ist schon vorbei und jetzt wollen wir nochmal gucken, was wir mit dem Tag so anfangen. Vielen Dank an Righty. Righty hat einen super Tipp abgegeben. Ich bin ja hier schon die beiden Reihen über den Spikes am Upgraden. Und Righty hat geschrieben, ja, wenn die Zombies denn in die Spikes rennen, dann haben sie wahrscheinlich schon keine Beine mehr und kommen gar nicht so hoch. Recht hasse. Deswegen ist wahrscheinlich völlig übertrieben, mit zwei Reihen voll zu machen. Aber jetzt haben wir einmal damit angefangen und machen wir weiter. Ist aber ganz schön mühselig hier. Ich mache das hier jetzt noch fertig und dann soll es das auch gewesen sein für die Hütte. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir langsam aber sicher mal was Eigenes auf die Beine stellen hier. Komm her. Ja, meine Cam ist leider immer noch im Ort. Ich warte auf eine neue, die müsste jetzt hoffentlich nächste Woche kommen. So, Daumen drücken. Und ich habe was Neues angefangen. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich habe gestern bei Steam geshoppt. Und dann habe ich Subnautica entdeckt. Da gab es irgendwie für 20% weniger oder so. Jetzt habe ich wirklich das ganze Wochenende Subnautica durchgedaddelt. Richtig gutes Spiel und ich überlege auch wirklich da ein Let's Play von zu machen. Also mal anzufangen, eine extra lange Pilotfolge und so weiter und so fort. Weil das Spiel hat echt einiges auf dem Kasten, muss ich sagen. Also hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe es damals beim Welt, als es rauskam, habe ich da ein paar Folgen geguckt und dachte, ja, das ist ganz nett. Aber als ich das dann selber gespielt habe gestern, als ich da rein bin und denk so, ach du Heiliger. Richtig gut, macht mega Spaß. Viel Zeit gefreut am Wochenende. Ich denke, dass ich da nächste Woche mal reinschnuppern werde. Schade, dass es keinen Multiplayer gibt. Aber das tut dem Spiel absolut keinen Abbruch. Die Atmosphäre ist so brutal geil. Also muss ich wirklich sagen. Ich als Hobbytaucher, ich würde mir da so in die Hose. Ich habe mir teilweise echt so nicht in die Hose gemacht, aber es war schon wirklich grenzwertig. Wenn du dann nachts irgendwie unterwegs bist und richtig, richtig gut. Also. Sondern gibt es da keine Zombies. Tag 15 ist da nicht schon wieder Hundetag heute? Gute Frage, ne? Lass uns mal überraschen. Knarre ist geladen. Ja, fehlt nur noch hier ein bisschen und dann. So. Und dann haben wir diese Hütte auf jeden Fall fertig. Ich glaube, dabei belasse ich es noch. Geht das hier nicht. So, ich packe mal die Wände zu hier. Und fertig. So. Da kommt was dran, ne? Ich glaub's nicht. So, dann wollen wir mal gucken bezüglich Eigenheim. Ganz vorsichtig. Nicht in die Minen reinrennen hier. Wo sollen wir denn mal aufbauen? Immer Zombie. Noch mehr Zombies. Zack, rein weg. Ja. Oh, ein paar viele Zombies, dann machen wir die doch mal alle eben kaputt hier. Ja. Oh, den hätten wir jetzt auch mit erwischt. Habt ihr das gesehen? Ja, Birdshot streut schon ganz schön. Oder Buckshot, ja. Jetzt haben wir wieder was angelockt hier. Essen. Na, komm her. So. Einmal Ruhe im Karton. Schön viele Bäume hier. Ich glaube. Was mache ich hier?
Hier so, hier ist auch ganz schön. Einen schönen kleinen Turm hinsetzen. Dicker, guck mal. Ups. Ach. Gibt's auch. So, Munitionsverschwendung. Ne, dann lassen wir uns hier heimisch nieder. Wir buddeln uns dann erstmal ein Loch raus und dann schauen wir mal, wie tiefer kommen. Ich hatte überlegt, erst außenrum sozusagen einen Graben zu ziehen und dann die Mitte abzutragen, aber das bricht ja zusammen und hinterlässt dann unschöne Destroyed Stones. Also mit einer Orga wäre das Ganze natürlich noch einfacher. Aber die haben wir nicht. Daher mache ich erstmal die Taschen leer. Kriege ich wieder Schimpfe von euch. Ja, so viel Holz brauchen wir noch nicht. Meinen brauchen wir schon, ne? Aber ich schmeiß das erstmal alles da rein. Ach komm. Bisschen Holz braucht man. 145 Rebuff-Frames haben wir schon. Das ist richtig gut. Yum, yum, yum. So, und das da oben rein. Die Dose können wir gleich mal scrappen. So, Werkzeuge brauche ich. Das auf jeden Fall. Die Schaufel ist auch ganz wichtig. Axt kann man auch immer mal gebrauchen. Und Frames brauche ich. Wood Frames. 53 Stück werden wohl nicht reichen. Machen wir nochmal 50 hinterher. Rebuff Frames nehmen wir schon mal mit. Concrete Mix brauche ich noch viel, viel mehr. Und dann ist halt natürlich halt die Frage, macht man einen unterirdischen Verbindungsgang? Wenn ich mir mal hier so und hier ausgehend mal schauen, dann neben dem Auto ungefähr die Mitte sein. Versuchen wir das mal abzustecken. Soll ich mir mal hier oben, das ist mein. Das ist der Gang. Und weiterlaufen würde. Ich muss mich halt nur von da, wenn ich unten im Loch bin, in diese Richtung buddeln. Das mache ich aber mit einer Orga. Das wird, oder ja, okay, mit der Steel Pickaxe könnte das auch gehen. Aber mit einer Orga wäre es wesentlich angenehmer. Komm. So, haben wir schon mal markiert. Unten weiter markieren und dann, ja, das ist, wird neben dem Auto, da ungefähr wird das Baby sitzen. Oder mache ich es doch lieber komplett auf dem Rasen, weg von der Straße, weil Straße buddeln könnte, glaube ich, heftig werden. Obwohl ich den Gang ja noch ein bisschen abknicken könnte, ne? Da muss er nicht unbedingt gerade jetzt in die Mitte gehen. Aber die beiden Bäumchen stehen, da können wir vielleicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gucken wir mal, wie viel Zement wir haben. 33. Da hätten wir noch ein bisschen mehr gebraucht. Gar nicht. Iron, okay. Ist auch nichts drin. Stone, Clay. 19, na gut. Wir haben nichts mehr hier. Wir haben nichts mehr. Oh, oh. Okay, wir brauchen Steine. Wir brauchen ganz viele Steine. Haben wir hier oben noch was? Ne, guck mal. Oh Mann, ey. Dann wird Zeit, dass wir Steine holen. Forged Iron, ein bisschen Munition. Ich hole mal kurz ein paar Steine. Und guck mal, dass ich meine Verlängerung da unten fertig kriege. Das heißt, dass ich ungefähr weiß, wo ich bauen muss, damit ich den. Na, das muss sogar wieder eine Leiter kleben hier. Einmal durchs Maisfeld. Also hier. Bestimmt irgendwo ran. Aber hier muss der Gang lang gehen. Oder? Ja. Mache ich jetzt nur mal für mich so zur Orientierung. Ich bin immer drin hängen in den Dingern hier.
geht's weiter. So, wenn ich hier jetzt gerade runterbuddel und dann in diese Richtung, treffe ich irgendwann automatisch auf meinen Gang, der die beiden Häuser verbindet. Hier müsste das auch reichen, oder? Probier mal einmal irgendwas aus. Was ist denn die? Ich muss einmal gucken, wie hart so eine Straße hier ist. 2000. Okay, warte mal. Warte mal. Lass den hier weiterlaufen. So, und wenn er dann hier irgendwo einen Knick macht, diese Richtung. Wäre ich weg von der Straße, das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Muss noch ein bisschen Platz machen hier. Hier rüber. Problem, das ist so uneben hier. Komm, bleib bei dem Ursprungsplan. Näher ran hier. Vielleicht mache ich es hier einfach. Hier Mitte. Oh ne, hier die Mitte. Läuft ein Zombie durchs Kornfeld. Zumindest aus. Na. Komm her. Boah, irgendwie. Da ist er. Er lebt zwar noch, aber. Komm, steh auf. Ein Wütender zum Korn. Ach Mensch. Hat irgendjemand auf den Lauf gekloppt. Da liegt die Sau. Yeah. Hier die Mitte. Machen wir hier die Mitte und dann. Macht das Sinn? Ja, ne? Macht Sinn. Wie breit machen wir das Baby denn? Auf jeden Fall eine ungerade Zahl. Ey! So, das wird 1, 2, 3, 6, bitte. Oh nee. Mittelblock, den rüste ich mal eben auf. Weiß, weil Mitte ist definitiv. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin verzählt, verdammt. Warte mal. 6, 7, 8. Hm. 16 und dann 17. Drei breiter Graben, also Graben, 1, 2, 3 Graben und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 Grundfläche, Außenmauer. Ja, wir brauchen ein bisschen Platz darin, ne? Okay, dann 8. Ach Mensch, ey, leck mich doch. Arsch hier. So. 4, 5, 6, 7, 8. So, das Spiel macht dann aber auch wirklich nicht leicht. Aber es wird ein schönes großes Loch. Na komm. 4, 5, 6, 7,
wäre die Grundfläche. Mal eben den Rahmen ziehen. Wenn ich die Wallframes in der Mitte schon mal wieder wegnehme. Das ist auch nur zum Maßnehmen mit dir. Das ist also nicht endgültige Konzept. Aufpassen, wie ich hier baue, sonst kommen wir noch irgendwelche Formen raus, die keiner sehen will. Schwierig werden, wenn man es von oben sieht. So. Ja, klar, das wird ein schönes Stückchen Arbeit, aber endlich mal wieder was selber bauen. Das habe ich ja gefühlt in 80 Jahren nicht gemacht bei Seven Days. Also wirklich lange nicht. So, nur hier noch. Ach komm. Das ist schwierig geworden. Das ist genau der eine, der mir jetzt fehlt. Wir nehmen uns das Zeug aus der Mitte raus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Et voilà! So, das ist äußere Begrenzung. Also hier wird Graben sein, das heißt, ich werde erstmal hier drin ausheben und dann mal schauen, wie es aussieht, weil wir damit kommen. Beziehungsweise wie gut das geht, mache ich erstmal ein bisschen Gras weg. Platz haben. Früher ging das sehr einfach. Einfach runterbuddeln und ich hoffe, dass es immer noch irgendwie so geht. Aber durch das neue Wurzelsystem, was wir da gemacht haben, bin ich mir nicht so sicher, dass das alles so funktioniert. So kann man sich die Schwerkraft da wirklich gut zunutze machen und alles zusammenfallen lassen. Lalala. Ey, stehst du halt noch auf meinem Grund? Jetzt. Sack. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, sag mal. Ich bin ja knapp an der Schulter vorbei. Entweder muss ich meine Maus sauber machen, aber die ist eigentlich überhaupt nicht dreckig. Nein, ist sie nicht. Die Mausmatte ist auch sauber. Ja, Steinchen. Der hier rumstöhnt. Immer mal ein bisschen auf Runde kommen. Möglich ist ja alles hier. Und da haben wir es fast. Hölzchen weg und da ist noch ein Grasbüschel. Schön, super. Da müssen wir eben gucken, dass wir uns nicht vermessen haben hier. Mitte. So. Drei. Vier. Fünf. Vier. Acht. Okay. Wenn das Graben ist, eins, zwei, dreimal graben. Das wird dann Innenraum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. 1, 2, 3. Genau. So, jetzt muss ich diesen ganzen Rahmen aber noch einen nach außen versetzen. Weil hier drunter zu buddeln wird ein bisschen schwierig. So, machen wir uns noch mal ein paar Wurzelbänder, ja? Die Stück. Bitte. Kommen wir doch niemals mit raus. Problem ist, wenn ich jetzt hier innen drin anfange zu buddeln, dann habe ich nur einen zwei breiten Graben. Noch einen nach außen gehen und dann haben wir es richtig akkurat
Viel größer würde ich auch nicht machen. Und das ist jetzt schon wirklich groß. Aber es geht natürlich noch größer. Aber da braucht ihr dann wirklich elendig viel Material. Also das wird schon heftig, dir alles Material zu besorgen. Aber dafür wird es gut. So ein der Graben sollte schon mindestens 3 breit sein. Schön gefüllt mit tollen Woodlock-Spikes. Komplett gerüstet. Unten kommt dann wieder die patentierte Schießscharten-Technik zum Einsatz. Das heißt, dass wir von innen die Woodframes, von der ich beispielsweise die Woodlock-Spikes wunderbar reparieren können. Na komm. Boah, das ist echt ätzend geworden, hier Frames zu setzen mit dem Gas. Muss ich mal sagen, wa? Komm, Steinchen. Jawolla. So. So, und hier dann darf jetzt fröhlich gebuddelt werden. Bin mal gespannt, wie schnell wir das... schaffen. So, das gilt es jetzt alles bis zum Stein runter zu butzeln. Und am besten Jan und gräbt sich so seinen Weg. Ah, das könnte natürlich werden. Und früher konnte man halt schön hier einmal außen rumbuddeln. Ich skizziere das mal nur ganz kurz. Also einmal wirklich bis runter zum Stein. Das habe ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel 7 Days, die ich jemals gemacht habe, auch live vorgeführt. Und man konnte mal diesen fetten Block, der in der Mitte stand, dann einfach von außen immer schön ankratzen. Der ist dann zusammengebrochen. Ohne Reste. Dann haben sie immer dieses System eingeführt, wenn ein Block auf dem Boden fällt, lässt er einen anderen Block liegen. Deswegen könnte das Ganze jetzt in die Hose gehen. Bin mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall genug Erde haben, um unseren Dachgarten zu machen. Aber vielleicht können wir das ja zumindest hier bei dem Zement in der Straße oder bei dem Beton nutzen, das System. Das ist gar kein Zement. Das ist doch nur Erde. Oh Gott. Doch. Das heißt, wenn wir hier die erste Schicht nur wegkloppen, elendig lange dauern wird. Also hier den äußeren Rand und dann dieses Stückchen, sag ich mal, untergraben, dass es zusammenbricht. Vielleicht bringt ja was. Ansonsten haben wir hier viel Klopperei und... Gut, meine Lieben, ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Aber werden wir hier die Ausschachtungsarbeiten weiterführen. Das ist ein Witz, oder? Ein bisschen Gras drunter. Und, dann werden wir hier nach und nach unseren Turm des Todes, ja, geiler Name, ja, den Turm, den kaiserlichen Turm vom der Schlossanfang hinstellen. Ihr wisst, was ich meine. Ohne Rapunzel und so und auch keine Fiona da drin. Nein, nein, nein. Alles nur zur Abwehr gegen Zombies. Ja, das wird viel Spaß machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Macht's gut. Adios.